Wir haben Dienstag, glaube ich, den 10.10.2017, ja. Es ist 3:44 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal Born hatte vor Ort 891 Abonnenten und 140.000 noch was Klicks, liebe Leute, ja. Ja, habt ihr gesehen, ja. Baba. Baba, ja. Ich habe mir eine neue Hantel gekauft, ja, damit trainiere ich jetzt die ganze Zeit so, ja. Es ist ein Klotz, was ich hier in der Hand habe, ja. Ich bin wieder im Himmel. Meine Nase brennt gerade ein bisschen, hätte ich nicht machen sollen, ja. Scheiße. Walla. Heisenberg, Heisenberg, kennt ihr diese Liquid Heisenberg, ja? Das hat meine Nase gerade zerstört, ja. Ja, liebe Leute, guck mal, was ich hier habe. Ein wunderbares Gerät, ja. Eigentlich wollte, also, ich mache jetzt, also, ich wollte was anderes sagen eigentlich jetzt, aber erstmal ganz kurz dazu, ja. Falls mich, ich weiß so, die Leute werden wieder fragen, ah, du rauchst ja wieder so, ja, was? Ich rauche keine Shisha, ja, ich bin seit 8 Wochen clean, ja. Ich habe des Öfteren gesagt, ich werde mir so ein Ding zulegen, weil ich drehe durch und Nikotin, ja. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann gar nichts machen. Und ja, was soll ich sagen? Ja, es ist wunderbar. Einfach nur langsam zahlt sich dieses ganze YouTube, Instagram, was weiß ich, Hasseln aus. Ja, weil so, ja, ich muss jetzt eine Sache sagen. Ja, ich hätte es euch auch so empfohlen und ans Herz gelegt, ohne dieses wunderbare Ding hier. Ja. Aber ja, wie der Zufall das halt so wollte. Ja, dann habe ich ein bisschen rumtelefoniert und dann wurde mir gesagt, ja, komm doch mal vorbei. Ja, da, so ein bisschen da. Ja, dann habe ich so ein Ding auf einmal. Ja, habe ich jetzt so ein Ding, ja. Und das ist, ich hätte euch so oder so gesagt, ja, wenn ihr so Shisha-Sachen braucht, ja, Shisha-Tabak, ja, Shishas, sowas, ja. Dann geht ihr einfach im Internet, wenn ihr aus Deutschland kommt, ja, MoMA, MoMA Shop, MoMA Shop. Ja, Frankfurt, googelt ihr, findet ihr sofort, bestellt ihr, liefern die euch nach Hause. Wenn ihr nach Frankfurt, in Frankfurt seid, geht ihr dahin, Frankfurt-Bockenheim. Ja, beste Beratung bei meinem wunderbaren Schatzi Tunsch, ja, beste Mensch der Welt. Und der kriegt ja eine wunderbare Beratung, alles drum und dran, ja, und ich hab sowas, ja. Also jetzt seid froh, ja, dass ich wieder gute Laune hab, der König ist wieder beruhigt, ja, ich war sehr, sehr, sehr nervös die letzten Tage, Wochen, ja, ohne Shisha. Aber jetzt dieses wunderbare Ding hier, ich hab heute. Ich weiß nicht, ja, ich habe mir so, das ist für mich neu, ich habe gar keine Erfahrung, ja, ich bin damit, aber, ja, ey, ich bin durch Frankfurt gerade gefahren nachts, ja, ich bin so unterwegs gewesen, Smashbox, Alter, bei mir, ich habe die ganze Zeit im Auto, die ganze Zeit Auto hat geraucht, ja, ich will gar nicht wissen, wie es von draußen aussah, aber, ja, ich habe diese Liquids, ja, ich hab mich ja direkt versorgen lassen, ja, aber dieses YouTube zahlt sich langsam aus, es macht sehr viel Spaß, guck mal hier. Ich habe mir sagen lassen, es ist das Beste vom Besten, es ist die Königsklasse von diesen Geräten, ja. Guck mal, das ist so ein Kopf. Ich weiß nicht, Verdampfer heißt das, ich habe keine Ahnung, ja. So. Das ist das Ding, ja, habe ich so bekommen, ja. Und Allah, jetzt guck, also. Bah, habe ich alle bekommen, ja. Das ist diese Heisenberg, ja, diese blaue Crystal Meth Tabak, Liquid, die ja, haben Crystal Meth Geschmack oder so, das kann auch mal sein soll. Ich habe Jesse Pinkman Geschmack, ja, ich weiß, was es sein soll. Buttermilk Lemon habe ich bekommen. Granny's Grumble, keine Ahnung, was es sein soll. Pink Lemonade, ja, alles am Start, liebe Leute. Machen wir hier, bauen wir mal ein neues Shisha-Lager hier auf. So, ja. Und ich habe noch so ein Akkulade-Aufladestation bekommen. Also ich will nichts sagen, aber läuft langsam bei mir. Es gefällt mir ja, liebe Leute. Macht mir Geschenke, macht mir Geschenke, macht mir noch mehr Sachen, ja. Es ist wunderbar, kann ich euch sagen, ja. Es ist, es zahlt sich aus, es zahlt sich aus. Der rechtmäßige König von YouTube zu sein, ja, es ist eine wunderbare Sache, liebe Leute. Ich liebe es, ich kann gar nicht genug davon kriegen. Ja, was ich sagen wollte, ja. Man macht so ein Dings, ja. Man hat mir gesagt, es reicht so, so ein Ding reicht um, ja. Dreimal so ein Ding, weil es so ein großes Ding ist. Das ist das Baba-Ding, Alter. Kostet voll viel, habe ich gehört. Ja, das ist wirklich, ey, das ist Hantel. Könnt damit Training machen, ja. 4 Akkus und so ein Schwachsinn, ja. Dann macht man das so rein und so ein Ding reicht für 3 Dinger, ja. Ich habe, also ohne Witz, ich will nichts sagen. Das da ist schon zur Hälfte leer. Das da ist hier. Und das da, seht ihr, das ist schon hier, ja.
Ich habe dieses Ding, wir haben jetzt 4 Uhr nachts fast, ich habe das so um 19 Uhr erhalten, ja. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, ja, aber ja, anscheinend habe ich das, was ich jetzt 8 Wochen nicht geraucht habe, irgendwie jetzt schon aufgeholt. Das ist auch schon leer, ja. Das habe ich vor 1,5 Stunden habe ich das hier aufgefüllt, ist fast schon leer. Voll krass, mit so Anzeige hier. Er hat mehr Anzeige als mein Handy, Alter. Ich schwöre, krass, das ist ein krasses Gerät, ja. Läuft, liebe Leute, ich habe jetzt wieder gute Laune, das wird alles krass, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon laber, da war ich mal kurz Pause. So, ja. Und hier, jetzt Dings, was ich sagen wollte, ja. Gut, ich wollte schon sagen, dass ich jetzt wieder sowas habe, weil, falls ihr euch fragt, warum es hier wieder dampft und so, dampft, nicht rauchen, ja, dampft, ja. So, ja, das ist jetzt wieder wunderbar, das beruhigt mich, Nikotin schon reingeballert, jetzt wieder alles gut. Und, ja, die Woche war das ein bisschen ruhig hier, gab jetzt eigentlich nicht viel zu reden, ja. Ich habe mein Bobo Family Klamotten-Business gemacht, ja, Sachen erledigt, habe Instagram für mich entdeckt. Das habe ich euch auch schon das ein oder andere Mal erzählt, ja. Ich bin jetzt dick auf Instagram am Start, ja. Ich model, ja. Ich bin ja jetzt ein Model auf Instagram, wie diese ganzen Schlampen, ja, aber ich mache das halt real, nicht so mit Photoshop, sondern einfach so, ja. Einfach hier schöne Gesichter machen, ja, Posen perfekt, ja. Mit den Klamotten. Ich habe Gina an, T-Shirt Gina, ja, dann mache ich immer Bilder so. Eigentlich muss ich jetzt auch ein Bild machen für Instagram. Ja. So direkt live in der Sendung machen wir jetzt ein Bild für Instagram. Das posten wir auch gleich. Warte. So. Selfie-Modus. So, ja. Dann muss ich mein Instagram. Ich muss putzen. Warte, oh, Scheiße. Warte, ich muss putzen. So. Ja, so. Jetzt Instagram-Gesicht machen, so, ja. Dann haben wir so. Ich gucke in die Kamera. So, ja, das ist ein wunderbares Bild geworden. Ja, guck, seht ihr? So sieht es aus. So werden wir das gleich posten. Ihr werdet es gleich bei Instagram sehen, das Bild. Und so mache ich das, ja. Und das läuft, läuft. 3 Tage auf über 65 neue Abonnenten und es steigt, ja. Instagram werden wir jetzt auch hochballern, ja. Werden wir immer so bam, bam, bam machen, ja. Und immer schöne T-Shirts vermarkten. Läuft gut, ja. Durch diese Instagram-Bilder, da kommen die ganzen Leute denken, was ist das für ein Idiot? Da macht die ganzen Bilder so, ja, gucken zu. Und die kommen auf die Seite. Ich sehe das auf die Statistiken. Die Besucherzahlen auf Seiten steigen, ja. Bestellungen kommen. Alles wunderbar. Das, so muss laufen, liebe Leute, ja. Und was ich euch noch so erzählen kann, ja, man munkelt, man steckt so in Verhandlungen, ja, mit einem Sportler. Mit einem Sportler, an dieser Stelle noch nicht verraten, wer oder was das ist, ja, der wahrscheinlich dann halt auch gesponsert wird, ja, und das Ganze nach außen trägt, dieses Bobo Family Ding. Ja, es ist ein Sportler, der. Ja, das war letztens auch im Fernsehen, ja. Abends, im Abendprogramm, ja. Das ist jetzt noch nicht so ich möchte jetzt nicht die Sportart verraten, jetzt eher nicht aufsteigend, aufstrebend, will ich euch nur sagen, ja. An dieser Stelle ist mir auch zu Ohren gekommen, liebe Leute, dass Boris Becker, ja, der ist ja hier, also sein Geld los, ja. Und an dieser Stelle, lieber Boris, ja, wenn du das siehst, ja, oder wenn das jemand sieht, der dich kennt, oder wenn jemand das sieht, der mal von dir gehört hat und der weiß, wo du wohnst oder was weiß ich, ob du jetzt unter welcher Brücke, ich weiß nicht, ja. Jedenfalls, lieber Boris, ich möchte dir helfen, ja. Ich möchte dir wirklich von ganzem Herzen entgegenkommen. Du bist, ja, du hast einen Namen, ja, Wimbledon. Wer wird das je vergessen, ja? Keine Ahnung, die meisten waren noch nicht geboren, aber wer wird das vergessen, ja? Das hast deine Sachen gemacht, ja, bin ich schon drin. Ja, der legendäre Werbespot für AOL-Klick bin ich schon drin, ja, war Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Hast du eine Pokerstars-Werbung gemacht, ja, jetzt ist ein bisschen so Geld weg bei dir, ja? Ich biete dir an, ja, hier, ich habe ein Unternehmen, ja, ich habe eine Marke, ich habe T-Shirts, ja, die passen von dir. Ich mache dir auch den Boris, ja? Wir machen dir. Mein Partner, der designt dir den Boris, ja, dann kriegst du einen Boris-Kopf, ja. Und dann, wir regeln das, ja, gebe ich dir ein paar T-Shirts, musst du nicht frieren im Winter, ja. Und dann, ein bisschen so, können wir regeln. Und dann machst du auch, so machen wir schöne Fotoshooting auf Tennisplatz mit Tennisschläger, mit deiner engen weißen, diese Shorts, Boxershorts, ja, auf Tennisplatz, ja. Auch mit Bilder, dies, das, Fotoshooting, sagst du in Kamera, ja, Bulbo Family, Best, was es gibt, ja. Aber machen wir hier, schicken wir dich irgendwo hin, ja, diese Presse, Messe. Und, ja, dann helfen wir uns, ja. Ich bin gerne bereit, wir sind gerne bereit, dir zu helfen. Also, das ist jetzt mein voller Ernst, ja, wir sind bereit, wir geben dir auch ein bisschen Dings, Taschengeld für Essen, Trinken und sowas, ja, Miete vielleicht, weil ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist, so, und, ja, wir helfen dir gerne, wirklich, ja, deswegen meldet euch bei ihm, ja, er soll sich hier, bobofamily.com, kannst du auf die Seite gehen, kannst du mir eine E-Mail schreiben, das machen wir, ja, ich finde das wirklich eine sehr gute Idee, weil man muss den Bedürftigen helfen, wenn die Hilfe brauchen, und,
Ja, das wollte ich nur mal loswerden. Ja, ich habe jetzt das da. Ja, wir helfen Boris Becker, wenn er das möchte. Ja, wenn er das möchte, weil man muss ja, es ist kein Geheimnis. Ja, du wirst mehr davon profitieren als wir von dir. Aber wir sind gute Menschen, wir helfen dir. Ja. Und ja, diese Instagram läuft auch. YouTube kommt jetzt auch wieder. Liebe Leute, ja, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Das war's. Ja, ich werde jetzt hier. Den Abend genießen. Oh. Ja, das ist wunderbar, liebe Leute. Boris, melde dich, alles wird gut. Machen wir dir einen Boris-Kopf. Ja, das wird geil, geil. Verkaufen wir noch, kriegst du Prozente noch. Ja, guck mal, guck mal. Gut, mach das, ja. Ciao.